DW Deutschlanden mit Nachrichten Dienstag, 23. Oktober 2018, 9 Uhr in Deutschland. US-Präsident Donald Trump kündigt neues Wettrüsten an. Im Streit um den INF-Abrüstungsvertrag hat US-Präsident Donald Trump China und Russland mit dem Bau von neuen Atomwaffen gedroht. Trump warf Russland erneut vor, gegen das Abrüstungsabkommen INF zu verstoßen. Der amerikanische Sicherheitsberater John Bolton erklärte nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Nikolai Patruschew in Moskau, über das weitere Vorgehen der US-Regierung sei noch nicht endgültig entschieden. Patruschew betonte, Russland sei gesprächsbereit und wolle an dem Abkommen festhalten. Bolton will an diesem Dienstag mit Staatschef Wladimir Putin zusammenkommen. Röttgen will rigorosen Stopp aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, verlangt das Einfrieren aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, auch solcher, die bereits genehmigt worden sind. Der CDU Politiker sagte im Fernsehen Nach der Tötung des regimekritischen Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul müsse Kronprinz bin Salman deutlich gemacht werden, dass es auch für ihn Grenzen gebe solange die Todesumstände des Reporters nicht restlos aufgeklärt seien, könnten auch zugesagte Geschäfte nicht abgewickelt werden. Dies sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Versöhnliche Signale im Haushaltsstreit der EU mit Italien im Streit mit Italien um dessen geplanten Schuldenhaushalt kommen aus der EU versöhnlichere Signale. Eurogruppenchef Santenu reagierte positiv auf einen Brief der Regierung in Rom an die Europäische Kommission, den er als konstruktiv bezeichnete. Er rechne mit einer Einigung, sagte Santeniu. EU-Währungskommissar Moscovici meinte, man wolle keine Krise in den Beziehungen zu Italien. Die Kommission hatte die Erläuterungen der Regierung in Rom eingefordert und will heute darüber beraten. Ein toter NATO-Soldat nach Angriff in Afghanistan. In der westafghanischen Provinz Herat sind ein Soldat der NATO getötet und zwei weitere verletzt worden. Erste Berichte deuteten darauf hin, dass der Angriff von einem Mitglied der afghanischen Sicherheitskräfte ausgeführt worden sei, heißt es in einer Mitteilung der Allianz. Der Generalstab in Prag bestätigte, dass es sich bei den Opfern um tschechische Soldaten handele. Die NATO-Mission Resolute Support trainiert und berät afghanische Sicherheitskräfte, es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Zwei Honduraner auf Flüchtlingsmarsch in Richtung USA gestorben. Während des Marsches von rund 7000 Lateinamerikanern in Richtung USA sind zwei Honduraner ums Leben gekommen. Ein Mann sei am Samstag in Guatemala von einem Fahrzeug gestürzt und gestorben, sagte ein Behördenvertreter in Tegucigalpa. Ein zweiter Honduraner sei am Montag in Mexiko ums Leben gekommen. Nach UN-Angaben haben sich inzwischen mehr als 7000 Menschen der Karawane angeschlossen, die vor rund zehn Tagen im Norden von Honduras gestartet ist. Am Montag erreichten sie die mexikanische Gemeinde Uistla. Die meisten wollen auf der Suche nach Arbeit in die USA. Hurricane Villa wird vor der mexikanischen Küste stärker. Auf seinem Weg nach Mexiko hat Hurricane Villa weiter an Stärke gewonnen und ist auf die höchste Kategorie 5 hochgestuft worden. Der Wirbelsturm könne katastrophale Folgen haben, warnte das US Hurricane Zentrum. Gemessen wurden Windgeschwindigkeiten von 260 Stundenkilometern. Villa dürfte am Dienstag die mexikanische Pazifikküste erreichen. Die Behörden warnen vor lebensbedrohlichen Flutwellen, Sturmböen, Starkregen und Erdrutschen. Im Verlauf des Tages dürfte der Hurrikan leicht an Kraft verlieren, wenn er etwa in Höhe des Badeorts Mazatlán die mexikanische Küste erreicht. Soweit die Meldungen von Dienstag, dem 23.10.2018.